herzlich willkommen zur Herbstfreude. Heute bin ich an der Reihe, euch für den Herbst begeistern zu dürfen. Und wirkliche Freude, Liebe und Vitalität geht natürlich nur über den Magen. Daher werde ich euch heute ein richtig geiles Rezept mit einer typischen Herbstfrucht, der Walnuss, meiner absoluten Lieblingsnuss, präsentieren. Und das Rezept ist wirklich geil. Und wer mich schon abonniert hat, der wird genau wissen, wenn ich sage, das Rezept ist geil, dann ist es auch wirklich geil. Aber bevor ich euch das Rezept wie immer als kleines audiovisuelles Kunstwerk präsentieren möchte, möchte ich euch erstmal zeigen, wie man überhaupt an die Walnüsse kommt. So, das ist jetzt ein Walnussbaum. Das ist ein Walnussbaum. Und da hängen auch noch viele Walnüsse dran und viele sind auch unten. Wenn man zum Beispiel hier mal guckt. Seht ihr das? Da ist dann drumherum so ein Zeug und drinnen sind die Walnüsse dann. Und das sind die Walnüsse. Und da liegen hier viele rum und die kann man dann einfach nehmen. Also nochmal, schaut euch an, so sehen die Bäume aus. Da fällt sich schon fast raus. Ja. Das ist ein Walnussbaum. Es hat so eine Schale drumherum und die öffnet sich dann und dann fallen die Walnüsse raus. Das seht ihr überall hier. So, dann werde ich jetzt mal Walnüsse sammeln. So, nun geht's auf zum geilsten Herbstsalat der Welt. Ein Kürbis-Walnuss-Vitalsalat. Viel Spaß! Thank you.
So, ich hoffe, ich konnte euch etwas inspirieren und meine Freude für die geilste Nuss der Welt mit diesem Video transportieren. Ihr habt ja sicher schon gestern das Video von den Krauts gesehen zum Thema Herbstfreude und wenn nicht, dann schaut euch das noch an und morgen gibt es auch wieder ein tolles Herbstfreude-Video und zwar von der Mojo Dee und ich glaube, die bringt uns morgen eine ziemlich entspannte und luftige Nummer. Was das genau ist, seid gespannt und erfreut euch weiter an dem Herbst, an der Herbstfreude, an unserem gemeinsamen Projekt und an den tollen Beiträgen, die noch diese Woche kommen werden und gekommen sind. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß weiter mit dem Herbst, mit der Walnuss und mit allem, was euch lieb und teuer ist. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.